Live, theoretisch. irgendwo vorm Automaten. Ist irgendjemand da? Ich weiß nicht, ob jemand da ist. Hört ihr mich überhaupt? Ich bin hier irgendwo auf einem Times-Parkplatz, so könnte man sagen. Ich weiß nur nicht, ob jemand da ist. Warte mal, sieht man den Chat? Wo ist der Chat? Ist der hier? Ja, ne? Bin ich theoretisch live? Ich glaube, es ist niemand da. Kann das sein? Aber ich bin live, oder? Hört ihr mich? Wird das überhaupt irgendwo angezeigt? Warte mal. Bestimmt irgendwas kaputt gemacht. Geht das? Sollte gehen, oder nicht? Theoretisch? Ist jemand da? Eine Person da? Zumindest sagt mir der Stream das. Geht. Okay. Wurde das auch irgendwo angezeigt? Ich bin hier irgendwo in Okayama. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht. Also Tim, du sagst, es geht. Wurde das irgendwo... Ah ja, Max Müller. Hallo, jetzt geht es. Ja, ich bin auch da. Ah, okay. Es scheint zu gehen. Kommt ein bisschen kurzfristig, ja. Ist auch ein bisschen kurzfristig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was wir jetzt hier machen. Aber ich schalte mal um, damit ihr auch was seht. So, also wir sind jetzt hier, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Wir sind in Okayama. Ne? Heute Morgen haben wir uns auf den Weg gemacht nach Okayama. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Und ja, haben jetzt hier unsere kleine Reise, haben einen sehr schönen Tag gehabt heute schon. Waren im Schloss. Ja, was heißt im Schloss? Also wir waren nicht drin, wir waren an der Burg im Park. So, warte mal. Ja, die Frau, die da gerade war, die ist da gerade irgendwie in das Gebäude reingegangen, was halb abgefuckt schon war. Ich frage mich, wohnt die da oder was macht die da? Leute, mal, es ist ein verrückter Tag. Ich habe gedacht, ich stream ein bisschen. Ich mache mal was ganz Beklopptes. Ein Stream von draußen, das ist das, was ich nie mache, weil ich mich das normalerweise nicht traue. Also mir ist extrem unangenehm, ehrlich gesagt, hier rumzulaufen und zu reden, wenn Leute da sind. Deswegen laufen wir auch über die Straße, wo niemand ist. Ich habe gedacht, ich versuche das einfach mal. Wenn es zu schlimm wird, brechen wir das einfach ab. Dann bin ich auf einmal weg. Dann wisst ihr Bescheid. Okay. Wie kann ich denn diesen Chat hier nochmal sehen? Warte mal, wenn ich auf den Chat drücke, ne, dann komme ich... Ah, so kann ich den sehen, ne? Okay. Also, der Stream läuft, solange er läuft, Leute. Ich kann für nichts garantieren. Werd mal locker. Ne, mir ist es extrem unangenehm. Also, ich meine, Mr. Nippon zum Beispiel, der streamt ja immer von draußen und... ja, ich weiß nicht, er kann sich ja vielleicht mehr überwinden, aber es ist halt einfach eigentlich echt nicht mein Ding. Deswegen, jeder hat ja so seine Sachen, die er gerne macht, die er nicht gerne macht. Und ja, ich bin halt einfach nicht der Typ normalerweise, der draußen rumrennt. Aber wir gehen jetzt mal, also doch, ich renne schon draußen rum, aber nicht während ich mit meinem Handy rede, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf diese Hauptstraße, die zum Bahnhof führt von Okayama, wo im Übrigen auch der Shinkansen fährt, mit dem wir heute auch angekommen sind. Es gibt natürlich Vlogs zu der Reise. Also um genau zu sein, wird es zwei Vlogs geben. Einen von heute, einen von morgen. Tu einfach so, als würdest du telefonieren. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Wer rennt denn mit einem Gimbal? Das macht doch keiner, Mann. Das macht doch keiner. Das ist einfach warm. Nimm einfach mal vor... Warte mal, vor irgendeinem interessanten Gebäude stehen bleibst und etwas darüber schwadronierst. Ja, aber das kenne ich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was mit den Gebäuden ist. Auf Mr. Nippons Spur? Nee, leider nicht. Ich würde mir wünschen, er wäre gerade hier und könnte mir helfen, aber... Nein. Das muss ich jetzt alleine schaffen. In einer Bushaltestelle, Leute. Es gibt ja auch eine Straßenbahn im Übrigen. Das ist die Bushaltestelle. Mit der Straßenbahn fahren wir morgen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch fährt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber also eine richtige Straßenbahn, so wie man die aus Deutschland auch kennt. Da gibt es ein paar von in Japan. In Osaka gibt es auch eine. Ich weiß nicht, ob es in Tokio eine gibt. Aber in Hiroshima gibt es auch eine, wenn ich mich nicht irre. Und ja, hier eben auch. Das hier sind schön hohe Wohnblöcke, wie ihr seht. Da wohnen die Leute drin. Ne? In sowas wohnen wir auch im Übrigen, in so einem Ding. Natürlich nicht in Okayama, in Osaka. Aber ja, das ist so ein Teil, in dem wir auch wohnen. Die sind halt ziemlich hoch, da wohnen sehr viele Leute drin.
Ist alles sehr unpersönlich, aber das ist vielleicht auch das Gute an der Geschichte. Grüße aus Bochum. Ja, Grüße aus Okayama hier. Was sitzt mit Manuel direkt im Bahnhof, aber durch Straße laufen ist peinlich. Ja, das, wenn jemand dabei ist, habe ich kein Problem damit. Ich weiß auch nicht warum, aber wenn jemand mit dabei ist, ist meine Hemmschwelle viel niedriger, als wenn ich alleine bin. Wenn ich alleine bin, ist eine Katastrophe, aber wenn jemand anderes mit dabei ist, okay. Ich habe keine Ahnung, was da mit mir los ist, Leute. Ich weiß auch nicht. So, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mal bei einem Vlog ist gut. Ich will schon wieder den Vlog machen. Ich bin ja im Livestream hier, beim Livestream, ne? Benutzt das Smartphone-Mikro? Ja, genau. Ich benutze das Smartphone-Mikro. Ich habe in der Tat überlegt, ob ich eins mitnehmen soll, ein extra Mikro. Wir haben aber nicht so viel dabei, weil wir haben auch keinen Buggy oder Kinderwagen mitgenommen diesmal, sondern wir haben Louis einfach nur so mitgenommen. Und ja, für den Vlog benutze ich nie externe Mikros und deswegen habe ich gedacht, ich brauche für die Reise auch nicht. Und dieser Livestream hier war überhaupt nicht geplant, sondern das ist ganz spontan entstanden. Hätte ich gewusst, dass ich den Stream mache, hätte ich das externe Mikro mitgenommen, aber ich wusste es nicht. Deswegen, ich hoffe, ihr hört mich. Oh, da ist die Straßenbahn, Leute. Straßenbahn, schaut euch das an. Da ist die Straßenbahn. Gerade werde ich jetzt hier getötet? Nee, da ist die Straßenbahn, schaut euch die an. Mit der fahren wir morgen auch. Ton ist top, ja, dann ist alles gut. Da ist die Straßenbahn. Aber die Qualität ist nicht so gut beim Stream, glaube ich. Das ist draußen Streams und dann je nachdem, wie das Internet ist, ist das nicht so geil, glaube ich. Richtig gute Quali sogar. Ja, perfekt, Mann. Der Internetanbieter, der Regel. Da kommt die nächste Straßenbahn. Schaut euch das an. Einfach diese kleinen Straßenbahnen da. Guckt euch das mal an. Da fährt er einfach. Schaut euch das an. Sitzt so gut wie niemand drin. Ist mega leer. Ah, ich bin auf dem Fahrradweg. Ja, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn ich gleich überfahren werde. So. Also es soll hinter dem Bahnhof irgendwie so ein belebteres Viertel geben. Wir gehen einfach mal in Richtung Bahnhof. Zumindest glaube ich, dass wir da hingehen. Ich bin sehr orientierungslos. Jetzt, wo mein Google Maps nicht verfügbar ist, weil ich streame, bin ich überhaupt nicht zu gebrauchen eigentlich. So, warte mal. Ich glaube, das ist ein bisschen schief, kann das sein? Beim Livestream benutzt den Sonnenbrille, ja, aber doch nicht abends. Warte mal, ich muss das mal richtig biegen hier. Wenn ich die Sonnenbrille abends benutze, was meinst du, wie das aussieht? Das sieht auch scheiße aus, Mann. Ich nutze Vimeo Mikro zum Anstecken an das Handy. Ja, so, ich habe auch sowas. Ich habe die von DJI, die kann man auch ans Handy stecken, das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich hatte ja gar nicht vor, diesen Stream zu machen, deswegen habe ich es gar nicht mitgebracht. Fahr mit der Straßenbahn. Nee, so spontan bin ich nicht. Außerdem, ich weiß auch gar nicht, wo die mich hinbringt, ehrlich gesagt. Die jetzt zum Okayama-Bahnhof, aber der Okayama-Bahnhof ist direkt da vorne. Also da hinten irgendwo. Aber ihr seht, die Leute hier, ne, sind alle noch aktiv, kommen von der Arbeit oder woher auch immer. Es gibt hier auch einige Geschäfte. Wir waren heute auch beim Okayama-Schloss, aber das werdet ihr alles noch im Vlog sehen, was genau wir da gemacht haben. Sehr viele Touristen, also Ausländer, ist der Wahnsinn. So viele Ausländer hier. Ich habe auch ein bisschen Deutsch gehört. Mich hat niemand angesprochen, aber ich habe auf jeden Fall Deutsche gehört und gesehen. Das ist immer ein gutes Zeichen für mich, Leute, wenn ich Deutsche höre. Wie lange wir da? Morgen fahren wir wieder zurück. Nur eine Übernachtung ist auch eigentlich keine Reise für uns in dem Sinne jetzt. Also klar, wir machen die Reise natürlich auch, aber wir wollten Louis ein bisschen in den Vordergrund stellen und haben so ein, also ihr werdet das alles im Vlog sehen, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, es ist, wir sind nicht in Okayama, weil Mai und ich hier hin wollten, sondern wir sind wegen Louis hier eigentlich. Genau, da gibt es was Schönes für Kinder hier. Robin Jammern, er weiß das wahrscheinlich jetzt, falls sie zusieht. Sie kann sich denken, warum wir hier sind. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das weiß. Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall hier 7-Eleven. Da steht auch das Schulmädchen mit dem kurzen Rock, wo man sich halt immer und immer wieder fragt, warum bei dem Wetter? Es ist immer noch ziemlich kalt. Es hat auch bis heute Morgen geregnet. Also wir hatten sehr schlechtes Wetter in Osaka. Also generell in Japan Starkregen und all so ein Scheiß. Und als wir hier angekommen sind, um 12, hat es immer noch ein bisschen geregnet. Oh, warte mal.
Mayo hat gesagt, sie hat gedacht, sie zeigt mich hier, aber ich bin doch langweilig. Oder? Die Leute wollen noch was von der Umgebung sehen, oder? Wenn ich mich zeige, also ich kann mich auch ab und zu zeigen, aber hier bin ich. Hallo. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich die Umgebung zeige, oder? Es ist interessanter, oder nicht? Ja, das kann sein, Mario, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist okay, denke ich. Weil so macht man das normalerweise. Was ist hier eigentlich? Hier ist so ein kleiner Park. Was ist das? Guck mal, schöne... So, guck mal, schöne Statue. Ein kleiner Park hier. Mit Izakaya gibt es auch. Was ist das, Mann? Was denken eigentlich Japaner, wenn man solche Livestreams macht? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß wirklich nicht. Normalerweise mache ich das ja auch nie. Guck mal, von hier kann man das gucken. So, hier bin ich auch mal wieder. Hallo. Ja, also Livestreams in der Öffentlichkeit ist eigentlich auch ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Weil man natürlich eigentlich unerlaubt einfach Leute aufnimmt, theoretisch nebenbei. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das genau gehandhabt wird. Also man kann dafür theoretisch Probleme bekommen, wenn einer einen anzeigt. Jetzt ist die Sache aber natürlich die, niemand der Leute, die hier gerade drauf sind, wird wahrscheinlich meine Adresse haben oder sonst irgendwas und mich anzeigen. Es sei denn, die rufen gerade die Polizei. Da wollen wir jetzt mal nicht hoffen. So, was haben wir hier? Mal irgendeine Shopping Mall. Aber ja, ich weiß nicht, wie das theoretisch ist. Ich meine, es ist in Deutschland ja auch so. Also wenn du in Deutschland einfach Leute filmst und so, kann es ja auch Probleme geben. Deswegen, ich mache ja solche Streams auch eigentlich nie. Ich denke mal so einmal, jetzt ist das okay. Aber generell ist das... Ja, ich meine, in den meisten Fällen wird es nicht zum Problem führen, denke ich mal. So, was schreibt ihr denn überhaupt? Eine Kirche? Das Gebäude mit dem grünen Dach. Was hast du denn gesehen? Hör mal, hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Ich gehe ja gerade irgendwo am Fluss entlang, Mann. Ich weiß auch nicht, wo ich gerade bin. Aber, ja, ich meine das gleiche wie bei den Vlogs eigentlich, ne? Ah, unsicher ist Japan nicht, ne? Also, dass ich hier leicht zusammengeschlagen werde, ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen. Was mit den zwei amerikanischen Spezialisten? Gar nicht so schlimm. Ich glaube, jetzt ist es schwieriger. Ja, ja, seitdem der Johnny Somali da war, ne? Ganz weit hinter dir, am Ende der Straße. Boah, das kann sein. Also, es gibt Kirchen in Japan, ne? So ist es nicht. Der wortlos einfach durch Japan schlängelt. Die Japaner sind diesbezüglich wohl etwas chilliger als unsere Genossen hier. Ja, wie gesagt, in der Regel ist es kein Problem, was ich so mitbekommen habe. Hier mitten in der Nacht ist noch nicht, wir haben noch nicht mal 8 Uhr. Guck mal, hier gibt es auch so eine nette Bar oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ich bin hier auf jeden Fall, das scheint so ein kleiner, ja, Park kann man das nicht wirklich nennen, ne? Da arbeiten ein paar Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich hoffe, ich finde gleich überhaupt wieder zurück. Aber das sollte schon irgendwie gehen. Zumindest ist Licht. Das ist schon mal positiv. Also in Deutschland ist es wesentlich dunkler, würde ich sagen. Auch in den Städten. Japan ist immer sehr viel beleuchtet. Sobald du aufs Land gehst, ist es natürlich auch duster. Wie viele Menschen in Okayama wohnen? Das musst du googeln. Das weiß ich auch nicht. Da bist du schneller beim Googeln, als wenn ich da jetzt was anfange zu googeln. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Parkplätze, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall wohnen hier nicht so viele Leute wie zum Beispiel in Osaka. Wo kann ich hier rüber? Ich glaube schon. So, laut Wiki 800.000 Einwohner, ist nicht so viel, ne? Was ist eigentlich Religion, die größten Mitglieder hat? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil der normale Buddhismus und der normale Shinto führen keine Mitgliederregister. Und dann gibt es solche... ja, privaten Sekten oder Lehren oder wie auch immer man das nennen möchte. Und die haben dann teilweise welche, aber welche von denen jetzt am größten ist, weiß ich nicht. Vielleicht die Soka Gakkai, ich weiß es nicht. Ja, mal diese Parkplätze immer, ne? So, warte mal. Wo gehen wir denn lang? Wir gehen einfach mal geradeaus. Guck mal hier, diese schönen Restaurants hier, das sieht doch gut aus. Da hätte ich jetzt auch Bock, aber wir haben schon gegessen. Wir haben schon gegessen. So.
Sieht aus wie eine normale Stadt. Ja, ist auch eine normale Stadt. So, mal, irgendwie ist das Handy schief, glaube ich zumindest. Findet ihr, ist das schief? Vielleicht hat mein Knick, meine Optik auch wieder einen Knick. Oder mein Knick eine Optik. Das ist die Frage. Hier ist auf jeden Fall keiner. Nikomi steht da. In dem Restaurant scheint es Nikomi zu geben. Die Straße sieht aus wie geleckt. Bist du allein unterwegs? Ja. Ja, die Straße ist auch sauber. Ich meine, 800.000 Einwohnerstraße. Einfach eine Nebenstraße hier, die ist sauber. Ne? Das wäre in Düsseldorf nicht so. Also da findest du dann auch schon mal Ecken, die nicht so sauber sind. Boah, der Laden, da sitzen viele Leute drin. Da ist auch jemand, der macht das privat, glaube ich. Guck mal, hier haben wir Toyoko Inn Hotel. Ganz berühmte Hotelkette. Sieht sehr stabil. Ja, der Gimbel ist gut. Ja, der ist gut. Den benutze ich jetzt schon Ewigkeiten. Also der gefällt mir sehr gut. Und da vorne ist der Bahnhof, das Shinkansen Bahnhof. Ja. Hier haben wir wieder so ein Parking. Da gibt es hier immer diese ganzen Bezahlautomaten. Und hier ein einsamer. Ein einsamer Automat. Einfach wieder steht er da einsam rum. Wie gehen wir denn jetzt lang? Das ist die gute Frage, ne? Wo, wie, was gehen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen hier lang. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Da ist auch noch, das ist ein Parkhaus, ne? Es müsste ein Parkhaus sein, ja. Mit dem Kran. Ich sehe hier nie, was hier schreibt, Mann. Immer nur so halb. Also ihr könnt ruhig schreiben, ich versuche das zu sehen, aber ich kriege hier immer nur die Hälfte mit irgendwie. Das ist schon nicht so einfach. Oh, Paul, 5 Euro. Udon-Nudelsuppe geht immer. Junge, vielen Dank, Mann. Er haut hier einfach rein. Er haut hier die Unterstützung rein. Vielen, vielen Dank für den Superchat. Jetzt weiß ich auch, wo man den Superchat sieht. Ja, vielen Dank, Mann, lieber Paul. Udon geht wirklich immer. Ich habe heute Mittag, Miso-Katsu war das, glaube ich. Demi-Katsu hieß das oder so. Das war ziemlich gut. Was haben wir denn hier alles, Mann? San Pichi Okayama steht da oben drauf. Was ist das? Hallo, Sätze zum Lesen. Ist das eigentlich... Ich muss gucken, dass ich nicht erschlagen werde oder überfahren werde. Ist eigentlich Osaka-Ding, dass die so selten Mülleimer für die Flaschendosen neben den Automaten haben. Ist mir negativ aufgefallen. In Osaka sind ziemlich viele eigentlich, finde ich. Oft in ländlicheren Teilen hat man weniger, aber Osaka geht noch. Da ist relativ viele Automaten, haben auch Sachen für die Flaschen. Es gibt aber Gegenden, in denen das weniger ist. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, sie versuchen, dem Müll vorzubeugen, weil die Dinger auch gerne mal überlaufen. Und wenn die nicht so oft gewechselt werden, dann laufen die natürlich mehr über. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es Regionen gibt, in denen weniger ist und warum welche mehr. Aber ich sag mal, am Bahnhof findest du immer was. Und also spätestens am Bahnhof, an dem man ja eigentlich immer vorbeikommt als Tourist, da kann man die dann wegwerfen, ne? Der Familie im Aquarium? Nee, da wollten wir hin. Wir wären auch fast mal hingegangen mit Louis, aber haben uns dann irgendwie doch umentschieden, kurz vorher. Also bisher waren wir da noch nicht, aber ich denke mal, wir werden irgendwann definitiv mal dahin gehen. Das denke ich schon, ja. Das werden wir wohl mal machen. Was ist das denn da? Nico steht da drauf. Fleisch. Das ist genau mein Laden. Der Vorzeige-Veganer wieder. Er geht in den Fleischladen. Dass öffentliche Mülltonnen abgeschafft wurden wegen einem Anschlag damals und die Dinger wurden über die Mülltonnen gezündet. Ja, also erstens, es stimmt nicht, dass öffentliche Mülltonnen generell abgeschafft worden sind. Also es wurden viele, viele abgeschafft oder weggenommen nach diesem Anschlag. Aber es gibt noch welche. Es ist nicht so, als würde es keine geben. Also zum Beispiel in Kombinis gibt es in der Regel Mülltonnen. Du hast an fast allen Bahnhöfen Mülltonnen. Und du hast auch in, zumindest in Osaka, in nicht wenigen Parks sogar versteckte kleine Mülltonnen. Also die gibt es schon. Und das, was die andere Person meinte jetzt mit den Flaschen, das sind nochmal gesonderte. Vielleicht sehen wir gleich an einem Automaten eine. Es gibt relativ häufig Mülleimer für PET-Flaschen und Dosen. Da darfst du normalerweise anderen Müll nicht reinwerfen, sondern die sind nur für Flaschen, also Dosen und PET-Flaschen. Aber die gibt es halt schon relativ häufig. Deshalb, ja, also komplett abgeschafft wurde das nicht. Oder ist es wiedergekommen, sagen wir es so. Man findet schon Mülleimer, wenn man weiß, wo sie sind. So. Gibt es keinen Mittelstreifen auf den Straßen?
Nicht immer, nee. Also hier, du siehst so einen kleinen, ne? Das ist so ein kleiner Strich. Hier sind wir über ein Taxi. So, warte. Kann ich schon nochmal mich zeigen hier. Oh, 20 Euro, Junge. Wer hat das gemacht? Wer hat denn den? Oh, da. Pissarro, Mann. Nach knapp 6 Wochen, dann geht es per JAL Business Class wieder nach Tokio. Ich freue mich so extrem. Endlich weg aus Deutschland. Junge, Mann, vielen Dank. Kannst du nicht einfach 20 Euro hier reinhauen? Vielen, vielen Dank, Mann. Arigato gozaimasu. Vielen Dank. Telefonzellen gibt's noch, ja. Vielleicht finden wir die auch. Vielen Dank, Mann. Er haut einfach einen 20er rein. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, wir müssen jetzt warten, bis die Ampel grün wird. Wahnsinn, Mann. JAL Business Class hört sich auf jeden Fall ziemlich geil an. Und ja, genießt die Zeit in Japan dann, ne? Oder geht's generell für dich nach Japan? Wanderst du aus, oder? Raubtier auf. Nihongo meinst du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was Raubtier heißt. Die Vokabel, die kenne ich jetzt nicht. Ja, Robin Jammerne, hier war auch Regen. Bis 1 Uhr ungefähr oder so war Regen. So, jetzt sind wir hier auf der großen Straße. Da gibt es auch einen Mittelstreifen. Kann ich dir zeigen, hier. Da ist der Mittelstreifen auf der großen Straße. Da oben fährt der Shinkansen lang, glaube ich, theoretisch. Genau. Vielleicht kommen wir da gleich irgendwann mal rüber. Wahnsinn, Mann. Vielen Dank für die ganze Unterstützung hier im Stream. Ich mache ja nie Außenstreams. Jetzt mal selten hier. Hier, guck mal, hier ist ein Automat, aber hier ist kein Mülleimer für die Flaschen. Shinkansen durch die Stadt? Ja, klar. Klar, klar. Auch in Osaka. Die Linien fließen durch die Stadt. Ja, klar. Ich meine, muss ja auch hinkommen irgendwo, ne? Ist ja in Tokio auch so. Da oben, da arbeiten sie noch. Leute, da werden die Karoshi-Toten geboren, da oben. Arbeiten um 7:30 noch oder so. Ah, Nipponbashi ist sehr touristengeprägt in Osaka. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da wenig Mülleimer für Flaschen und so haben, weil sie einfach davon ausgehen, dass die Mülleimer immer überfüllt wären aufgrund des vielen Tourismus. So dass sie gesagt haben, okay, wir machen die da einfach weg, bevor wir die 5000 Mal am Tag leeren müssen. Dann nehmen die Leute ihre Flaschen halt mit oder schmeißen die woanders hin. Ah, guck mal, hier haben wir einen Mülleimer. Hier ist ein Automat, ne? Und das Orange ist der Mülleimer, siehst du? Hier. Das sind diese Mülleimer für die Dosen und Flaschen. Es ist immer noch so, dass man im Touristenpass nur langsam Shinkansen. Ja, das ist so. Da, ah, da ist eine Bahn, Leute. Boah, die pfeift aber auf dem letzten Loch, die Bahn. Ja, das ist immer noch so. Den Nozomi, mit dem sind wir heute gefahren, da brauchst du ein Zusatzticket, wenn du den JR-Pass hast. Das haben die auch durchgesagt, auf Japanisch und Englisch. Also da brauchst du einen Zusatzpass. Oh, guck mal hier, Hollywood 800. Ja, was ist das denn? Hör mal. Was ist das denn schon wieder für eine Riesenanlage, Mann? Das erinnert mich schon wieder an so ein Love-Hotel irgendwie. Leute, wer weiß, was da getrieben wird, aber eine riesen Parkanlage. Vielleicht ist das auch was anderes. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich noch nicht gewöhnt an das draußen Stream. Ich muss gucken, dass ich nicht überfahren werde, Mann. Wie viel kostet Nozomi-Ticket extra, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wir waren ja mit dem Shinkansen jetzt, sind wir nach Okayama gefahren. Und Louis kostet noch nichts, ist noch zu klein. Oh, da oben ist eine Brücke. Kann das sein, dass wir... Aber hier kann er nicht einfach hier rüber gehen, Mann. Ist aber ein bisschen gefährlich hier. Kommt man hier nicht rüber? Weil wir müssen auch nicht rüber. Wir gehen einfach rechts jetzt. Genau. Louis kostet noch nicht. Also Mai und ich kosten. Und wir haben, wenn ich mich nicht irre, zusammen 14.000 Yen bezahlt. Für die Strecke Osaka-Okayama, die mit dem Nozomi 45 Minuten braucht. Das sind 70 oder 80 Euro, aber nur eine Strecke. Ne? Wir müssen das morgen auch wieder zurückbezahlen. Ja, YouTube live durch die Stadt hier. Ne? Das ist wirklich selten. Ach, das ist eine Pachinko-Halle, in der wir hier gerade waren. Die Hollywood ist eine Pachinko-Halle. Da wird das Glücksspiel getrieben, hör mal. Ja, also ist nicht billig. Shinkansen generell ist relativ teuer, wie ich finde. Man zahlt zum Beispiel Osaka-Tokio, eine Person sind irgendwie 12.000 Yen für einen Weg. Das heißt, du bist dann irgendwie bei, weiß nicht, zwischen 70 bis 80 Euro für eine Fahrt von Osaka nach Tokio. Ne? Auf der anderen Seite, der Service ist gut,
der Zug ist schnell. Du kannst sicher sein, dass er in der Regel auch fährt, es sei denn, man hat Taifun oder sowas oder Erdbeben. Also, ja, wenn ich mir angucke, dass wir, glaube ich, für die Strecke Düsseldorf-Frankfurt in Deutschland sogar noch mehr bezahlt haben und dann der eine ICE auch schon fast wieder ausgefallen ist, muss ich doch sagen, dass ich die Preise für die Shinkansen schon in Ordnung finde. Gerade als Tourist kann man den Railpass kaufen. Der ist zwar teurer geworden, aber sagen wir mal ehrlich, wenn man viel fährt, also ne, so Städtetour Japan macht und relativ viel unterwegs ist in den 2-3 Wochen, die man in Japan ist, dann lohnt sich der Railpass immer noch. Also ist jetzt nicht so, als wäre der Unterhöhe schlecht geworden. Aber wir gehen mal hier in die kleine Straße rein. Von Tokio nach Osaka mit dem Shinkansen fahren, kostet schon ein bisschen. Allerdings ist es in Deutschland auch nicht billiger und die Deutsche Bahn ist Emel. Ja, sehe ich das auch. Ist in Deutschland nicht unbedingt billiger und der Service ist halt doch eindeutig schlechter an der Stelle, würde ich sagen. Ja, ich meine, ne, Bahnfahren, Zugfahren in Japan generell, es kostet schon ein bisschen. Aber wie gesagt, der Service ist halt im Grunde auch gut. Ich meine, ich habe im Monat ungefähr eine Bahnfahrtrechnung von 100 Euro umgerechnet. Ich bezahle so um die 15.000 Yen, würde ich sagen, im Schnitt. Was aber auch liegt, dass die ganzen Vlogs, die ich mache, also in der Regel einen Vlog pro Woche, der ist mit drin. Und wenn ich ein bisschen weiter wegfahre, dann kostet das natürlich auch ein bisschen mehr. Und ja, aber ist schon, ne, 100 Euro für Bahnfahren im Monat ist schon viel, würde ich sagen. Ist schon viel. Na gut, wenn ich die Vlogs nicht machen würde, wäre das auch deutlich weniger, aber ja, so ist das, ne. Dafür kann man das dann von der Steuer absetzen. Ja, es ist sehr sauber auf den Straßen, aber es ist auch wirklich so, ne. Leute fragen mich immer, ja, ist das nur in den bestimmten Abschnitten so? Das ist eigentlich generell so. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, Osaka war so dreckig, als ich da war. Und dann frage ich immer, ja, wo denn? Und dann kommen die aus Tokio. Ich meine, ja klar, ich meine, in Tokio gibt es auch dreckige Ecken. Ja, aber die Straßen sind wirklich sauber. Es ist halt einfach so. Ja, Shinkansen ist auch angenehm. Oh, Mimba, seit 23 Monaten. Moin, Kevin aus Hamburg. Ja, vielen Dank für 23 Monate. Arigato gozaimasu. Als ob saubere Straßen so wichtig sind. Sie sind schon wichtig. Also, du merkst den Unterschied erst, wenn du mal für längere Zeit in Japan warst, für ein paar Wochen oder so, und dich dran gewöhnt hast und dann wieder nach Deutschland kommst. Dann merkst du den Unterschied erst. Also, uns ging das so. Oh, guck mal, hier gibt es eine Bank. Wir können es mal kurz hinsetzen. Ja, hab noch Muskelkater. Also, mir ging das so. Als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich mich daran gewöhnt, dass die Zigarettenstummel überall rumliegen, dass McDonalds-Verpackung mal rumliegt, dass die Mülleimer überquellen. Ich habe mich an alles gewöhnt. Und wenn du dich daran gewöhnst, dann fällt dir vieles schon gar nicht mehr auf, weil du blendest es einfach aus. Aber wenn du eine gewisse Zeit in Japan bist und alles so sauber ist, erstmal denkst du, wow, was ist los? Alles so sauber. Und dann kommst du nach 2-3 Jahren wieder zurück nach Deutschland und denkst, Junge, wo bin ich denn hier gelandet? Und du merkst schon, es ist schon wichtig, gerade wenn du Kinder jetzt hast, kleine Kinder oder so, die alles anfassen wollen oder die ganz neugierig sind. Und du musst dann in Deutschland die ganze Zeit gucken, na, nicht die Zigarettenstummel anfassen, na, nicht, keine Ahnung, wer da hingekotzt hat. Obwohl, Kotzen gibt es auch hier, wenn du in der Nähe von der Bar oder so vorbeigehst am nächsten Tag. Aber nicht die Papiere anfassen, ah, die Nadeln von den Abhängigen, was da los? Das hast du halt alles in Japan nicht, ne? Und das ist schon angenehmer. Leere Bierdose an einer Bushaltestelle. Ja, das ist wirklich selten. Ja. Aber wisst ihr, Leute, guck mal, ne? Wenn ich vergleiche mit Deutschland, mache ich das meistens ja auch mit Düsseldorf. Oder mache ich das gerne mit Düsseldorf, weil ich da aufgewachsen bin. Und die Sache ist halt die. Guck mal, wir leben in Osaka, ja? Osaka ist eine Präfektur mit, was weiß ich, wie vielen Millionen Einwohnern. Der Großraum Osaka hat irgendwie fast an die 10 Millionen Einwohner und Osaka Stadt selbst hat 2,8 oder so. Düsseldorf hat, ich glaube, 600.000 Einwohner. Ich muss mal weitergehen, es ist zu kalt, Mann. Ich muss mich bewegen. Das heißt, ich vergleiche eine Metropolregion mit mehreren Millionen Menschen
mit Düsseldorf. Und Düsseldorf ist dagegen Inaka, ja, also ländlich, könnte man sagen. Und trotzdem kommt Düsseldorf oft so schlecht dabei weg im Vergleich mit Osaka, dass man sich fragt, wie um alles in der Welt kann das eigentlich sein? Dass eine Stadt mit viel weniger Einwohnern und viel weniger Potenzial für Blödsinn so viel schlechter ist. Ah, hier haben wir die Herrentoilette, Leute. Ja, da ist die Herrentoilette irgendwo. Ui, ach, jetzt wäre ich fast hingeflogen. Nicht das Auto bringt mich um, sondern ich selber. Hier haben wir einen kleinen Jizo-San. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich brauche gleich Google Maps, um wieder zurückzufinden. Denn ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das Handy sollte aber genug Akku haben. Habt ihr eigentlich was geschrieben hier? Okay. München. Ja. München weiß ich nicht. München kenne ich mich nicht aus. Und Düsseldorf ist auch in dem Sinne eigentlich noch ein guter Vergleich, weil Düsseldorf innerhalb Deutschlands, würde ich ja auch sagen, zu den eher gehobeneren Städten zählt. Und man hat die Köln, Düsseldorf und so, also auch Viertel, wo eigentlich nicht so viel Quatsch sein sollte, aber es ist trotzdem viel Quatsch. Und ja, das schockiert mich halt auch immer wieder, ne? Weil ich mich frage, wie kann das denn eigentlich sein? Wenn das in einer Metropolregion mit mehreren Millionen Menschen so gut läuft, warum läuft das dann in der 600.000 Einwohnerstadt eigentlich so schlecht? Das ist eine Frage, die ich mir schon des Öfteren dann auch mal stelle. Wurdest du schon mal argwöhnisch beäugt, wenn du Live-Chat in der Gegend rumläufst und auf Deutsch redest? Ich weiß nicht. Ich achte gerade, versuche darauf zu achten, nicht darauf zu gucken, was die Leute gucken. Ob sie gucken oder nicht. Aber ihr seht, ich laufe hier irgendwo rum, wo kein Mensch ist. Also zumindest kaum Leute. Ein paar Taxen und so. Oder ist der Plural Taxis? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ist das mit dem Deutsch immer, ne? Der Bahnhof in Düsseldorf, also der war schon immer scheiße, fand ich persönlich. Seitdem ich in Düsseldorf aufgewachsen bin, war ich nie Freund vom Bahnhof. Wir sind mit dem ICE gefahren, als wir letztes Jahr in Düsseldorf waren. Warte, ich möchte mal die Straße überqueren. Aber ich bin wieder dabei, hier umgefahren zu werden. Und ja, also ich fand es jetzt nicht viel schlimmer als vor 5 Jahren, ehrlich gesagt. Aber es ist halt leider auch nicht besser geworden, ne? Ich war auch schon mitternachts im Düsseldorfer Hauptbahnhof und da hast du dann halt die Bundespolizei, die dann irgendwelche Schlägereien versucht auseinander zu klamüsern oder versucht, welche zu verhindern, die sich gerade anbandeln und so. Oh, was ist das denn hier? Boah, das ist aber richtig voll da, Mann. Das scheint gut zu sein. Aber ja, irgendwelche Inder oder so, ich weiß es auch nicht. So. Okay, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Guck mal, ein Bekleidungsgeschäft oder was auch immer. So, gibt es hier eine Ampel? Ah ja, hier gibt es eine Ampel. Wenn es keine Fußgängerampel gibt, dann gilt für die Fußgänger die Ampel, die für die Autos gilt. Das ist auch interessant. Denn oft gibt es keine Fußgängerampel. Und hier gibt es anscheinend Fahrradwege. Das sieht man in Osaka nicht so oft. Geh Richtung München. Da komme ich doch nie an. Ich glaube, ich würde es nie leben nach München schaffen, wenn ich von hier aus dahin laufen würde. Das ist ganz vergessen. Das würde ich nicht schaffen, glaube ich. Die würden mich in der Mitte irgendwo... Oh, jetzt werde ich wirklich überfahren hier. Was hat er vor? Er hält hier. Ist auch interessant. So. Keine Ahnung, was er möchte. Prima. Guck mal da. Prima heißt der Laden. Das ist eine Jücke, eine Nachhilfeschule. Prima heißt die. Ja, da hoffe ich doch, dass die auch alle prima abschneiden da. So, wir gehen jetzt mal hier einfach wieder. Wo gehen wir? Gehen wir geradeaus? Wir gehen geradeaus. Immer diese kleinen Läden hier. Guck mal, da auch links wieder so ein kleiner Laden. Was auch immer das ist, Mann. Ah, Yogashi. Da gibt's Süßigkeiten. Boah, da gibt's geilen Kuchen.
Boah, da gibt's Kuchen. Ah, nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Schon genug gegessen heute. Kein Kuchen mehr für den Kevin heute. Obwohl Kuchen eigentlich immer geht. Bin ein großer Kuchenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem die japanischen kleinen Törtchen, die sagen mir sehr zu. Was halten die denn hier alle? Die parken hier alle wie die Verrückten. Ist das denn auch erlaubt, dass er den Anzeigenhauptmeister mal vorbeischicken kann? Ah, wir sind jetzt wieder auf irgendeiner Hauptstraße. Ja, nice. Da ist Ineos, die Tankstelle. Wir gehen einfach mal ein Stück hier lang. Oh. Ah, nein. Ach, hier gibt es ein Fahrrad. Ich gehe jetzt auf den Fahrradweg. Ah, naja, dann sind die Fahrräder sauer, ne? Ja, aber der Typ, der fährt auf dem falschen Weg, da der mir entgegenkommt. Der muss hier fahren, wo ich fahre. So, habt ihr was geschrieben? So. Okay. Ja, das ist die Tankstelle. Jetzt seht ihr den Service bei der japanischen Tankstelle. Passt genau auf. Die ganzen kleinen Läden haben was, definitiv, Mann. Definitiv. Gefällt mir nicht, viel zu viel Regeln. Ja, ich meine, es gibt viele Regeln, ja, aber im Privaten hält sich da kaum einer dran, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Also es gibt viele Sachen, an die wird sich da nicht gehalten. Und meines Erachtens nach finde ich Japan da angenehmer, was die Regeln angeht, als Deutschland, weil in Deutschland gibt es halt so Typen wie den Anzeigerhauptmeister. Nein, ich habe das Gefühl, wir Deutsche, wir pochen mehr auf Gesetze. Schau dich das an, die fischen da einfach die Scheiben an. Da arbeiten aber Millionen Leute bei der Tankstelle, die für alles sorgen. In Deutschland hast du irgendwie ein, zwei Leute da rumstehen, die nichts machen. Na gut, auf jeden Fall. Oh, wir gehen hier lang. Das war gut, wir gehen hier lang. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wir Deutsche, wir sind immer so ein bisschen darauf bedacht, ist das denn auch legal? Gibt es da nicht ein Gesetz? Und darf man das überhaupt? Also, wir berufen uns gerne aufs Gesetz, glaube ich, ob man das denn überhaupt darf oder nicht. Und ja, dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, aber das ist mein Recht, hier zu stehen. Ja, aber das ist mein Recht, das zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Und das Gefühl habe ich in Japan nicht, sondern in Japan ist halt, ja, da überlegt keiner, ob das überhaupt rechtens ist, was da gemacht wird oder nicht, sondern man macht es oder man macht es nicht, aber ist auch egal dann so ungefähr, ne? Tankwart gibt es nur noch selten. Ja, ich meine, also schaut euch an, ne? Die waschen dir, die putzen dir die Scheiben da. Die putzen die Scheiben, die tanken für dich, du musst gar nicht aussteigen und du bezahlst einfach, während du drin sitzen bleibst. Das ist alles ganz easy hier. Das nenne ich Service. Das ist Service, Leute. Tankstelle. Es gibt in Japan scheinbar für alles einen Beruf, sollte man hier auch einführen. Ja, also meine Beobachtung und von dem her, was ich so rausbekommen habe in Gesprächen mit den Salarymans, die ich so kenne und so. Also Gewinn ist in Japan natürlich auch wichtig in gewisser Art und Weise, aber Gewinn ist nicht die oberste Priorität, sondern Service kommt vor Gewinn. Das heißt, an der Tankstelle wäre es natürlich könnten die enorm Kosten einsparen, wenn die einfach die ganzen, wahrscheinlich Teilzeitarbeiter vor allem, die dort Teilzeit arbeiten, für das Scheibenwischen und so, wenn die einfach nicht einstellen würden und sagen würden, ja jetzt, wenn du Scheiben wischen willst, dann geh halt in die Waschanlage und tanken kannst du auch selber. Wenn die das sagen würden, könnten die eine Menge an Kosten einsparen, das wollen die aber nicht, weil die sagen, es ist wichtiger, dem Kunden den Service zur Verfügung zu stellen, dem die Scheiben zu putzen und so. Das heißt, die nehmen dafür in Kauf, dass der Gewinn nicht so hoch ausfällt, aber der Service halt dann da ist. Und das sieht man in ganz vielen Bereichen eigentlich. Also, ja, wenn man teilweise sieht, was auch in kleinen Läden dann arbeitet. Ich meine, in der Regel sind das Teilzeit, also Part-Time-Arbeiter, ne? Da kann man natürlich sagen, ja, das sind ja nur Teilzeitarbeiter, die verdienen überhaupt genug und so. Ich meine, die bekommen ihren Mindestlohn oder knapp drüber in der Regel. Aber ich meine, es ist halt besser als nichts, ne? Ich meine, wenn es diese Jobs nicht geben würde, dann könnten auch Leute für Mindestlohn oder knapp drüber dort nicht arbeiten. Und gerade für Oberschüler und Studenten, aber auch Rentner, ist das halt eine wichtige Einnahmequelle. Weil wenn die Studenten und die Rentner, die sich was dazu verdienen wollen, nicht in diesen Jobs arbeiten können, ja, was machen die denn dann? Die Alternative für die ist, dass sie halt nichts verdienen. Ja, dann ist eigentlich besser, dass es das gibt, oder nicht? Das würde aber die Arbeitslosenquote steigern.
Ja. Genau wie beim Winkern. Ja, aber ich meine, ist doch gut, dass die gibt oder nicht, die Winker. Ist besser, als würde es sie nicht geben. Ja, je nach Ort gibt es sie natürlich auch seltener, die Tankstellen mit Service. Ich meine, klar, das ist jetzt Okayama, ne? Ist jetzt mitten in der Stadt, mehr oder weniger. Da gibt es natürlich auch Leute, die diese Jobs machen können. Aber wenn du irgendwo ins Ländliche gehst, klar, da gibt es ja nicht so viele Leute, die da rumstehen. Aber hast du in Deutschland schon mal irgendwo eine Tankstelle gesehen, wo es das gibt? Da habe ich gerade mega erschrocken. Gedacht, von hinten kommt einer, will mich erstechen. Nein, dabei joggt er nur wie ein Verrückter da rum. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich weiß nicht. So, warte mal. Kein Mensch zahlt hier mehr für einen Liter. Oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Als absolut nötig, da brauche ich keine Leute, die mich betanken. Du bezahlst ja nicht mehr. Der Sprit oder so ist ja nicht teurer. Das ist einfach Service. Du bezahlst nichts dafür. Du musst noch nicht mal Trinkgeld geben. Was an der Absperrung neben mir blinkt? Wo denn? Achso, die? Ja. Die blinken wahrscheinlich, damit du nicht gegenläufst. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es dir auch nicht sagen. Das Thema schlechter Service ist maßlos übertrieben. Finde ich nicht. Es hängt halt davon ab, mit was du es vergleichst. Wenn du zum Beispiel Deutschland mit Japan vom Service vergleichst, ist Deutschland definitiv schlechter im Service. Und ich meine, du wirst natürlich Länder und Regionen in der Welt finden und wahrscheinlich auch ziemlich viele, in denen ist der Service noch viel schlechter als in Deutschland. Keine Frage. Also es ist halt immer die Frage, mit was vergleicht man das eigentlich? Ich denke, wenn man es weltweit vergleicht, ist der Service in Deutschland wahrscheinlich schon gut. Wahrscheinlich auch überdurchschnittlich gut. Aber ich meine, ist ja nicht die Frage. Also ich persönlich bin jemand, ich möchte mich nicht mit dem Schlechtesten vergleichen, sondern ich möchte gucken, was machen die oben? Ja, was macht die Top-Klasse? Und ich würde sagen, Japan gehört halt servicemäßig einfach zur Top-Klasse. Und Deutschland ist halt ein Land von der Wirtschaft, was definitiv vergleichbar mit Japan ist. Und da muss man sich dann halt schon fragen, okay, warum? Also sehe ich das Ganze. Tour durch Osaka? Nee, das ist nicht Osaka. Das ist Okayama hier. Das ist Okayama. Nicht in Osaka. Ah, hier ist die Bushaltestelle von eben. Boah, wir haben tatsächlich den Weg zurückgefunden. Das ist ja der Wahnsinn. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in die andere Richtung. Ja, ne? Ja, aber... Also es soll noch nicht zu negativ klingen immer, ne? Also... Wenn ich irgendwie manchmal über Deutschland oder Vergleich rede, es sind halt einfach Vergleiche oder es sind Unterschiede und ich finde die Unterschiede interessant. Und es sind halt einfach Unterschiede, die bestehen. Aber ich meine natürlich, klar, wenn man jetzt mit allen Ländern auf der Welt vergleicht, dann ist Deutschland natürlich eines der Top-Länder. Also ja, in jeder Hinsicht. Also was Gehalt angeht, was Sozialversicherung angeht, was Sicherheit angeht und so weiter und so fort. Verglichen mit anderen Ländern in der Welt. Oder vielen Ländern in der Welt ist das Leben in Deutschland auf einem sehr hohen Standard. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nur gerade wenn man ein Land hat wie Japan mit einer ähnlichen Wirtschaftskraft, kann man auch gerne mal vergleichen, finde ich, und kann auch einfach mal sagen, was irgendwie besser läuft oder wo man vielleicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sich verbessern kann. Ne? Top auch in Steuern und Abgaben. Ja, das sowieso, aber da ist Japan auch top, könnte man sagen. Also Japan hat auch hohe Abgaben. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so hoch wie in Deutschland, was zum Beispiel Krankenversicherung, Sozialversicherung angeht, aber trotzdem auch schon hoch, wenn man das mal wieder weltweit vergleicht. So. Ach, hier haben wir wieder ein paar Automaten, Leute. Schaut euch diese Automaten an, Mann.
besten Automaten der Welt. Dass die besten der Welt sind, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall gut. Aber mal nüchtern betrachtet, ist das gerade Meckern auf hohem Niveau? Ja, natürlich, klar. Natürlich. Also, natürlich, klar, keine Frage. Wie gesagt, ich sag ja, das. Also manchmal verstehen Leute das, glaube ich, falsch. Oder wollen mir das so auslegen, als wäre ich irgendwie ein Deutschlandhasser oder so. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau. Oder Unterschiede auf hohem Niveau. Aber wie gesagt, ich finde halt immer interessant zu gucken, was kann man denn eigentlich besser machen oder was könnte man besser machen. Und was gibt es halt noch so. Und ja, jetzt lebe ich halt nur mal in Japan, deswegen vergleiche ich das oft mit Japan, ne? Damen in Deutschland mittlerweile gleich gut. Also ich finde die Damen, also die Nudelsuppen, die es in Deutschland gibt, in Düsseldorf zum Beispiel, auf der Immermannstraße und so, das machen ja auch Japaner, die sind schon ziemlich gut, würde ich sagen. Also ja, das kann man sich auf jeden Fall geben, ohne Probleme und ohne Bedenken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir gehen einfach mal weiter geradeaus. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir sind. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn am Ende des Tages finde ich den Weg hoffentlich über Google Maps wieder zurück. Genau, ich würde sagen, die sind schon ziemlich gut. Ja, da kann man sehr gut essen gehen. Ich meine, in Japan findest du halt viele Restaurants, die nochmal auf einem ganz anderen, besseren Level sind. Was aber auch einfach daran liegt, dass Ramen hier viel, viel mehr gegessen wird. Der Wettbewerb natürlich höher ist, besser und dadurch muss man natürlich besser sein, damit die Leute auch zu einem kommen. Und es halt auch hier viel mehr Leute gibt, die solche Restaurants auch eröffnen wollen und alles. Also das ist natürlich ganz klar. Ist jetzt so, wie als würde man sagen, irgendwie irgendein deutsches Gericht, Wiener Schnitzel. Ja? Wenn du sagst, die Wiener Schnitzel in Japan, dann sagst du, ja, die gibt es zwar. Es gibt Restaurants, deutsche Restaurants in Japan, die bieten die an, aber natürlich gibt es in Deutschland viel mehr Läden, die viel höhere und bessere Qualität haben dann auch. Was ist denn hier schon wieder los? Wieder die Motorräder. Rote Ampel. Ah, jetzt grün. Ja, Leute, wie gefällt euch das hier? Ganz so lange werden wir nicht mehr machen. Wie gefällt euch dieser kleine Livestream hier aus der Stadt Okayama? Ist mal ganz spontan irgendwie durch die Gegend laufen. Deutsches Essen in Japan gegessen? Ja, habe ich schon mal. Aber es ist definitiv anders. Es ist anders. Es gibt auch ein Video davon. Also wo ich mit Manuel in einem deutschen Restaurant mal war, habe ich ein Video gemacht. Ich finde, es kommt nicht an das ran, was es in Deutschland gibt. Zumindest in den Restaurants, in denen ich war. Also gefällt euch? Ja, das ist doch gut. Spontan macht es am meisten Spaß. Das ist doch schön, Mann. Das ist doch schön, dass euch der Stream hier wenigstens gefällt. So, wir gehen jetzt mal einfach hier weiter lang. Da hinten sieht es ein bisschen dunkel aus. Ah, gehen wir mal gucken, was da hinten so Schönes ist. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt nicht an so vielen Straßen waren, wo so viele Menschen waren, ging das für mich auch. War nicht so unangenehm. So schön leer alles, ja. Also, ich glaube, in Okayama ist auch wahrscheinlich nachts nicht so viel los. Aber ich weiß nicht. Ich bin das erste Mal hier. Beziehungsweise nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass wir in der Stadt
bleiben. Das letzte Mal waren wir mit meinen Schwestern hier, aber da waren wir in Kurashiki und das noch mal ein bisschen weiter im Süden. Ja, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind bei der Burg. Ja, hier war ich heute schon mal. Ja, ich erkenne es wieder. Hier war ich schon mal. Da hinten ist die Burg und sie ist beleuchtet. Das ist doch schön, Mann. Können wir die Burg noch mal gucken? Und dann machen wir uns auch langsam auf den Weg in das Ende des Streams. Da ist die Brücke. Über die Brücke sind wir auch gegangen. Wie gesagt, das seht ihr alles bei Tageslicht im Vlog, der irgendwann Mitte April kommt, wahrscheinlich. Da schaut euch, boah, mit dem Mond oben drüber. Schaut euch das an. Das kommt auf der Kamera nicht so geil rüber, glaube ich. Aber heftig, der Mond. Wir haben Vollmond heute. Sieht ganz danach aus. Vollmond mit der Burg. Heftig. Boah, das müsstet ihr jetzt mit meinen Augen sehen. Das sieht so gut aus. Wow. Hier ist der dicke Fluss. Wow. Boah, das hat was, Mann. Das sieht richtig schön aus. Mit den Bergen im Hintergrund, dann das Schloss und der Mond. Wow, das hat was. Oh, hier gibt es eine Toilette. Ich kann mir gleich die Toilette mitnehmen. Sehr gut. Wow. Leute, Okayama. Okayama ist eine gute Stadt. Sieht gut aus hier. Kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen. Aber schau dich an, hier alles dunkel. Hier siehst nichts. Nur diese beleuchtete Burg. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal ein Stück zu der Burg und dann machen wir den Stream vielleicht auch aus. Muss ja gleich schon schlafen gehen. Denn morgen machen wir uns ziemlich früh auf den Weg, um Bahn zu fahren. Und das ist auch, wie gesagt, das Hauptsächliche, weshalb wir hier sind. Die Attraktion morgen, die wir für Louis, also die für Louis sozusagen ist, wo Louis eine Menge Spaß haben wird. Ja, genau, der Garten, ja, da waren wir auch. Da waren wir heute auch in dem Garten. Der ist echt schön. Der war ziemlich schön, der Garten. Ja, Mann, das sieht mega gut aus. Ich weiß nicht, wie sehr das im Stream rüberkommt von der Qualität her, aber also bei mir auf dem Bildschirm sieht es nicht so geil aus, aber ich weiß nicht. Der Mond beleuchtet die Burg. Sieht beinahe so aus, ne? Der Mond ist aber auch groß, Mann. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber der kommt mir in Japan wesentlich größer vor als in Deutschland. Wahrscheinlich ist es nur Einbildung, aber irgendwie habe ich teilweise das Gefühl, der Mond ist riesig hier. Schau dich mal an, das ist so ein richtig fetter Ball da einfach. Der sieht so groß aus, dass man schon das Gefühl hat, also ja, wie beim Majora's Mask, weißt du, von The Legend of Zelda. Also der stürzt auf die Erde herab. Wir haben nur noch 3 Tage Zeit. Wir müssen in 3 Tagen, müssen wir es irgendwie richten. Wahnsinn, Mann. Ein paar kleine Häuser hier nebenbei, da wohnt wahrscheinlich irgendwer. Sieht im Stream schon geil aus. Ja, dann also in Real sieht es nochmal, jetzt verschwindet der Mond hinter dem Schloss, Leute. So, wir gehen da vorne noch hin. Da gibt es noch, das ist der Eingang zu der Burg, da sind wir heute, wie gesagt, auch lang gegangen. Ah, der Mond wird größer, wenn er nah am Horizont ist. Dann vielleicht wegen den Bergen in Japan, weil du eigentlich überall Berge hast und der Mond immer relativ nah in der Nähe der Berge auftaucht und dadurch sozusagen am Horizont irgendwie näher ist oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, es macht Spaß, in Japan rumzulaufen. Definitiv. Ja, schaut euch das an, das ist von der Burg hier. Da läuft noch jemand. Da ist eine Frau, Mann. Die will mich ja hoffentlich nicht klatschen jetzt, oder? Oh, Mukaten-Tenno-Junge, haut nochmal 5 Euro rein. Vielen Dank, Mann. Kevin, das stimmt. Ich habe in Hiroshima sehr gutes Wiener Schnitzel gegessen. Als in Deutschland, wirklich. Und ich muss wissen, ich bin ja Österreicher. Das stimmt, du bist Österreicher. Ja, du hast eh eine andere Sicht auf Wiener Schnitzel, glaube ich, als ich. Ja, vielen Dank, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Arigato gozaimasu. Da, schaut euch an. Hier ist ja niemand. Wow, da ist das Schloss, die Burg. Ich finde die Burg ziemlich schön. Also sie sieht sehr neu aus. Also ist, glaube ich, auch nicht historisch erhalten. Also die ist irgendwie zerbombt worden oder was weiß ich, was mit der passiert ist. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dieser schwarze Teil sieht aus, als wäre da neu angestrichen worden. Aber mir gefällt die irgendwie. Also, ja, finde ich super. Ich weiß nicht, wie euch die Burg gefällt. Mir gefällt sie.
So, kann ich. Man sieht mich gar nicht, ne? Es hat überhaupt keinen Sinn, mich zu zeigen. Man sieht mich überhaupt nicht. Sieht man mich jetzt ein bisschen besser? Ich muss mich unter das Licht stellen. Wir müssen erleuchtet werden jetzt. Was? Ein schwarzes Schloss? Ja, schwarz und ein bisschen weiß. Guck mal da. So sieht das aus. Na, hat doch was, oder? So, Leute, 45 Minuten gestreamt, Mann. Ach, ich bin auch echt fertig jetzt eigentlich. Warte, ich muss das so machen. So ist besser, ne? So bin ich ein bisschen erleuchteter. Aber der Arm tut weh. Ich habe jetzt irgendwie eine Stunde diesen Gimbal gehalten. Jetzt tut mein Arm weh. Oh, Leute, es war ein verrückter Stream irgendwie. Das war gut. Es ist eine Stunde. Es ist irgendwie war lang, aber es kam mir super kurz vor. Ja, Japan ist ein wunderschönes Land. Komm gerne mal vorbei. Gut für die Fitness, auf jeden Fall. Der Bizeps brennt, ja. Der Bizeps hat schon Feuer gefangen hier. Da kommen auch schon wieder irgendwelche Insekten. Lasst mich in Ruhe mit den Insekten. Ist noch ziemlich kalt eigentlich heute. Ja, Leute. Guck mal, da haben wir noch interessante Wappen. Die zeige ich euch noch. Auf dem Stein noch ein paar Wappen. Hier war alles voll mit Touristen heute Mittag. Gerne öfter mal machen. Ja, aus Osaka in der Regel mache ich das ja nicht. So, guck mal, hier haben wir noch irgendwelche Wappen. Wappen, die heute noch verwendet werden teilweise. Das links unten ist auf jeden Fall auch das, was die Premierminister, was bei der Regierung verwendet wird. Guck mal, sieht auch gut aus, oder? Ja, Leute. Ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein von diesem kleinen Stream. Heute mal ein bisschen spontan. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, aber ich glaube, wir haben fast 8 Uhr oder 8 Uhr gerade durch. Kommt noch ein Video auf dem Zweitkanal jetzt gleich oder ist schon da oder gerade gekommen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, hier ein bisschen rumzurennen. Also aus Osaka, denke ich, werden wir das nicht machen. In Osaka bleiben wir bei unseren Standard-Streams, wie wir es immer machen. Aber wenn wir auf Reise sind oder so, dann so spontan ein kleiner Stream von draußen, könnte ich mir in Zukunft auf jeden Fall schon vorstellen, dass wir das mal machen. Wir sind ja im Mai mit meinen Schwestern unterwegs. Einmal auf Okinawa und einmal in Tokio. Vielleicht mache ich das da auch, dass ich dann so einen kleinen Spontan-Stream mache oder so. Müssen wir mal gucken, ne? Und bleiben wir Stubenhocker. Ja, wir werden den Greenscreen auf jeden Fall mal reaktivieren und dann im Hintergrund auch mal Dinge laufen lassen. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Alles klar, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen Dank für die Unterstützung, auch an die Leute, die hier finanziell was reingehauen haben über Superchat. Ob jemand bei PayPal was gespendet hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich konnte PayPal nicht gucken hier. Falls das jemand gemacht hat, vielen, vielen Dank auch an der Stelle. Und meine Ko-fi-Seite, Leute, die steht, glaube ich, in jeder Videobeschreibung. Man kann diesen Okayama-Vlog, den wir jetzt gerade machen, kann man sponsern. Es sind noch 4 Plätze frei. Schaut gerne mal bei Ko-fi bei den Commissions vorbei, falls euch das interessiert oder ne, ihr am Anfang des Videos erscheinen wollt. Genau, alles klar, das war's, Leute. Ich gehe jetzt nach Hause. Was heißt nach Hause? Wir wohnen ja hier nicht. Ich suche jetzt das Hotel. Muss erstmal Google Maps fragen, wo ich da lang muss. Und dann, genau, werden wir den Tag morgen machen und dann sehen wir uns nochmal bei den Streams wieder. Ne? Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bye, bye. Ich muss jetzt nur finden, wo das ausgeht. Wo geht das denn aus? Ich habe keine Ahnung, wo macht man den denn aus hier? Der bleibt jetzt ewig an, weil ich nicht weiß, wo man den aus... Ah, hier. Tschüss. Bye, bye.